Damen und Herren, zum Deutschen Logistikkongress 2019 möchte ich Sie in meiner Funktion als ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Logistik recht herzlich nach Berlin einladen. Unser Kongress steht dieses Jahr unter dem Motto Mutig machen. Ich stehe vollen Herzens hinter diesem Motto, weil wir uns alle in der Logistik mit vielen Projekten beschäftigen. Wir planen diese akribisch, entwickeln unsere Strategien, führen Umsetzungschecklisten und in der Praxis, in der Umsetzung passiert dann doch das ein oder andere, was wir nicht erwartet haben. Mutig machen heißt es trotzdem, diese Projekte anzugehen und in die Umsetzung zu bringen und mit unseren Kongressthemen, mit unserer Ausstellung, mit unseren Fachsequenzen möchten wir Ihnen ja Hinweise geben, wie mit diesen Umsetzungsunsicherheiten in der Zukunft noch besser umgegangen werden kann. Ganz besonders ans Herzen legen möchte ich Ihnen unsere Fachsequenz zum Thema Handelslogistik unter Leitung von Thomas Fell, wo nochmal neueste Erkenntnisse zum Lieferkettenmanagement vorgestellt werden, aber ebenso auch Best Practices. Darüber hinaus empfiehlt sich immer der Besuch unserer Ausstellung. Auch wenn man keine Agenda hat, wird man hier in gute Themen mit unseren Ausstellern einsteigen und vieles Neues kennenlernen und besprechen können. Mein persönlicher Tipp: Beschäftigen Sie sich mit Digitalisierung und beschäftigen sich mit Themen um Neuerungen im Bereich der ERP-Systeme. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und viel Spaß bei unserem Logistikkongress in Berlin.